besonders gespannt, keine Frage, denn es ist der erste Auftritt der deutschen Mannschaft. Ja, ist das erste Spiel immer das Wichtigste, Tom? Ich weiß es nicht. Ein Sieg wäre so wichtig für das deutsche Team. Früher Freistoß in dieser Begegnung. Guter Spielzug. Na, Gomez. Klose. Und gibt die erste Spielunterbrechung, Freistoßentscheidung. Und da sieht er gelb. Zu Recht. So, und jetzt gibt es doch noch gelb, Sebastian. Ja, besser spät als nie, wird er sich gedacht haben. Die Attacke war aber auch wirklich hart. De Rosario. Bernier. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Der Pass hinein ins Zentrum des Spielfelds. Gomez. Also für mich war das ein Foul und aufgepasst. Der hatte vorher schon die gelbe Karte gesehen. Ja, und Sebastian, jetzt kommt wieder die alte Fußballarithmetik zum Tragen, nach der zweimal gelb rot bedeutet. Ja, und das zu Recht. Also so muss man ja auch nicht hingehen. Tom, kann man ja auch sagen, der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig. Für dieses Foul gibt es eben den Platzverweis. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Das ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und jetzt? Und die deutsche Mannschaft bekommt einen Eckball. Sebastian, war da mehr drin? Ja, da war mehr drin. Kopfballtechnik, vielleicht noch ein wenig verbesserungswürdig, wenn er den ein bisschen drückt. Dann ist der Ball im Platz. Stone Terry. Bernier. Friend. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Oh, der hatte schon gelb gesehen und geht dann so in diesen Zweikampf. Ja, das war's. Das war's für ihn, zumindest für heute. Es gibt Sebastian Platzverweis. Ja, gelb-rot, also hat er sich redlich verdient. Eine gelbe Karte hat er schon. Und jetzt muss er also komplett vom Platz. Am Ball jetzt Simon Rolfes. Klose. Er hat den Freistoß entschieden. Da kommt er also gerade eben noch mit einer Ermahnung davon. Ja, nach der Ermahnung kommt aber auch die Verwarnung. Das weiß der Spieler auch. Gefährlich an die Latte. Möglichkeit jetzt. Und das hat er klasse antizipiert. Ja, genau. Mitspielen. Das sagt der Trainer immer. Ein Torhüter muss mitspielen. Und das macht er hier in dieser Situation. Oh, sie haben viel Zeit auf dem Weg nach vorne. Stone Terry. Bernier. Friend. Ja, weg ist er. Na, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Klose. Tuchowski. Da müsste jetzt über die Flügel gehen. Rechts steht einer. Freistoß. Ja, und der Schiri macht es eindeutig, reißt dich zusammen. Reißt dich zusammen, guckt hier noch ganz böse an. Das war das letzte Mal, dass wir geredet haben. Danach gibt es die Karte. Schießt sich doch wohl die gelbe Karte raus. Und das ist Simon Rolfes am Ball, Miroslav Klose. Ja, schön gesehen. Hatzinski. Ja. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Miroslav Klose jetzt. Das ist ein schöner Ball für den Torwart, oder? Ja, kein Problem für ihn. Hat gut aufgepasst. Stone Terry, Hutchinson,
Und er versucht es aus der Entfernung. Und es ist immer wieder dasselbe im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Und hier hat die Konzentration im Abschluss gefehlt. McKenna. Stoltery. Bernie. Das ist Mario Gomez. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Kein Verteidiger weit und breit. Abstoß. Bernier. Friend. Ja, Fußball. Das ist das Tor. Glaube ich, über die Position des Torhüters reden, oder? Ja, ich glaube auch, wie er da gestanden hat, das war nicht optimal. Also da hätte er sich ein bisschen mehr zum Ball orientieren müssen. Den hätte man halten können. Der erste Treffer, das 1:0. Und jetzt steht eigentlich, und nach diesem Ausgleichstor ist in der Partie wieder alles möglich. Und das war die perfekte Antwort. Und schon sind sie wieder zurück in der Partie. Ja, vielleicht war die Entfernung zu groß. Zeit. Es steht unentschieden und die Partie ist völlig offen. Ja, das waren die ersten 45 Minuten, liebe Zuschauer. Und Sebastian, es gab ein paar Szenen, die wir nicht unbedingt sehen wollen auf dem Fußballplatz. Nein, also wirklich unschöne Szenen. Tom, der Schiedsrichter, hat immer hart durchgegriffen, hat das gut gemacht und mehrere Spieler vom Platz. So, Schiedsrichter, schaut nochmal, alle da, Ball liegt auch bereit. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Und die deutsche Mannschaft holt den Elfmeter raus. Schiedsrichter zögert überhaupt nicht, gelbe Karte. Geschossen, oder? Ja, also Elfmeter, Tom, müssen wir nicht drüber reden. Der muss sitzen. McKenna. Hutchinson. Friend. Na gut. Marcinski. Und jetzt Mario Gomez. Marcinski. Friend. Ja, da kommt kein Pfiff. Ja, kein Pfiff, aber er denkt sich auch, ich lasse das Spiel einfach mal laufen. Gut so. Ja, Schiedsrichter hat kurz überlegt, Vorteil oder Pfiff? Pfiff. Ja, Sebastian, Konsequenz ist klar, denn einmal hat er schon gelb gesehen. Ja, völlig richtig, das ist jetzt die zweite, also muss er vom Platz. Gut erkannt vom Schiedsrichter, muss man sagen, und natürlich eine blöde Aktion des Spielers. Ja, Schiedsrichter entscheidet über Vorteil. Ja, ich glaube, das ist korrekt. Also er lässt das Spiel laufen. Gut so. Tomowski. Jetzt musste die Flanke kommen. Das gibt Freistoß. Und das gibt vor allen Dingen eine gute Möglichkeit. Ja, Ermahnung tut es da nicht. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Ja, noch ein bisschen überlegt, der Unparteiische. Und dann doch noch die gelbe Karte gezeigt. Ja, ich denke, das ist aber auch okay. Muss er. Versuchen sie jetzt durch die Mitte. Ja, da hat er geistesgegenwärtig reagiert, der Torhüter, oder? Hat den Ball schön abgelaufen, kommt genau noch im richtigen Moment, ein bisschen später vielleicht, und er riskiert einen Elfmeter. Aber jetzt Simon Rolfes. Gut, wie er das gemacht hat, wie er da ausgewichen ist. Toll! Und der Ball ist im Tor!
und souverän. Jetzt lässt er doch weiterspielen. Ja, ich finde, gutes Händchen in der Situation vom Schiedsrichter. Und schon haben sie den Ball wieder verloren. Oh, da gehen sie aber ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Jetzt gibt es doch noch Gelb, Sebastian. Ja, eine späte Entscheidung, aber Tom, und das ist das Wichtigste, eine richtige Entscheidung. Friedrich, ungeschicktes Zweikampfverhalten, und das könnte ihm jetzt die zweite gelbe Karte einbringen. Ja, Schiedsrichter weiß natürlich auch, dass der Spieler schon verwarnt war. Aber was soll er jetzt anderes machen, der Unparteiische? Ja, Tom, er hatte gar keine andere Möglichkeit. Klares Foul, klare gelbe Karte, somit gelb-rot völlig zu. Schön gemacht. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Zieht ab. Sauber vom Ball getrennt. Ja, schön. Die nächste souveräne Abwehraktion. Ja, und Schiedsrichter unterbricht die Partie nicht. Ja, ich finde das okay. Und da kommt der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Ja, die Spieler sind zufrieden, aber der Trainer kann auch zufrieden sein, denn er hat seine Mannschaft anscheinend genau richtig eingestellt. Ja, das freut mich natürlich, dass seine Taktik hier so aufgegangen ist und die Mannschaft diese Partie hier gewonnen hat. Und dann ist er auch gut umgesetzt, seine Spieler, muss man auch sagen. Ja, und jetzt hat er die gelbe Karte doch noch gefunden. Ja, die hätte sie auch verdient, obwohl der Schiedsrichter ja lange gewartet hatte, aber die richtige Entscheidung nach diesem Foul.